musta täyti. Isä poltti puisen veturin. Se sauna pesän tuhkattiin. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Sommercar, der Neujahrsfolge quasi. Und man muss sagen, viele können es gar nicht abwarten von euch, bis diese neue Folge endlich kommt. Denn ich habe am Wochenende zahlreiche Nachrichten gekriegt. In den Kommentaren wurde ich schon gefragt und auch per PN auf meinem Discord, warum am Freitag keine My Sommercar Folge kam. Obwohl ich extra noch in der letzten Folge im letzten Jahr gesagt habe, Freitag ist Neujahr. Und aus diesem Grund erlaube ich mir da einfach mal frei zu nehmen. Und das ist am Montag, dem 4.1.2021 mit der ersten Folge in 2021 weitergehen wird. Das ist die letzte Folge in 2020 gewesen. Natürlich geht es in 2021 natürlich weiter. Wie gesagt, ab dem 4.1. werden wir dann wieder zurück sein. Dann geht es weiter mit dem Let's Play zu My Sommercar. Wie gesagt, den Freitag, den 1. Januar, wie gesagt, den nehme ich mir frei. Da wird mal nichts kommen. Und hier ist die Folge, wie versprochen, und diesmal als ganz besonderes Schmankerl. Und diesen Hinweis habe ich auch von jemandem aus der Community bekommen. Vielen Dank dafür, das allererste Mal in der Geschichte. Ach stimmt, offiziell ist ja Ingame, ist ja noch hier Rallye-Tag, ne? Offiziell in der Geschichte, nicht offiziell, das erste Mal in der Geschichte dieses Kanals erleben wir eine Folge als Premiere. Wunderbarer Hinweis, vielen Dank schon mal dafür. Das Gute daran ist halt, man kann den Zeitpunkt festlegen und man kann sich das dann auch zusammen, wie bei einem Livestream quasi, nur dass es schon voraufgezeichnet ist, zusammen die Folge anschauen und man kann im Live-Chat miteinander agieren. Also das heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, ich bin auch damit live dabei, man kann miteinander schreiben. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt so richtig mit der Technik und so. Man weiß ja nie, bei ersten Sachen bin ich sowieso ein bisschen manchmal skeptisch und, hi! Jocke, mein Freund. Ja, wie gesagt, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, das funktioniert, aber wie gesagt, ja, diese Folge ist das erste Mal als Premiere auf meinem Kanal. Die Neujahrsfolge, die allererste Folge in 2021. So, wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen. Die Silvesternacht haben wir sehr gut überlebt. So halbwegs zumindest. Wir müssen erstmal ein bisschen aufräumen. Dann müssen wir auf jeden Fall heute definitiv nochmal in die Stadt düsen. Ich hoffe, es ist nicht allzu spät. Rinnt die Tonne. Wir gucken natürlich. Die Rase, ne? Ich sag's euch. Auf jeden Fall müssen wir dann nochmal in die City auf jeden Fall. Denn wir müssen noch tanken fahren. Der Van hat nicht mehr viel Sprit. Und dann fahren wir erstmal nach Hause. So, das wird so die Reihenfolge sein dieser Folge. Mal gucken. Als Neujahrsfolge werden wir das natürlich und als Premiere auf meinem YouTube-Kanal werden wir natürlich diese Folge auch ein bisschen länger gestalten. Und mal gucken, was wir dann noch Schönes machen. Wir müssen dann auf jeden Fall zusehen, dass wir wieder Geld verdienen. Wir brauchen, was waren es, 18.000, um den Satsuma reparieren zu können. Weil da irgendwas mit dem Motor nicht stimmt. Daher, mal schauen. So, und dass das noch nicht alles war, an dieser Stelle möchte ich euch gerne noch ankündigen, dass wir diese Woche entweder am 6.1., also am Mittwoch, den 6.1. oder am Freitag, den 6.1., das entscheidet sich heute im Laufe des Tages, vielleicht habe ich es auch schon angekündigt, ansonsten am späteren Abend, denke ich mal, spätestens am Dienstag werde ich es dann auch offiziell auf meinen Social-Media-Seiten ankündigen, dann werden wir den ersten Livestream in 2021 in Schrägstrich den nächsten Livestream hier auf meinem YouTube-Kanal haben, quasi den Neujahrs-Livestream, und dann werden wir mal wieder gemeinsam ein bisschen hier My Sommercar unsicher machen. Denn wir müssen uns leider auch damit beschäftigen, dass wohl oder übel wahrscheinlich dieses Jahr My Sommercar zu Ende gehen wird. Die dritte Staffel wird dann zu Ende gehen und dann wird auch My Sommercar die ganzen Let's Play rein zu Ende gehen, denn My Wintercar steht in den Startlöchern. Ich glaube, ich hatte schon in der letzten Folge mal so Anspielungen gemacht. Mach's gut, Jörg, ich muss los. Weil Sprit alle und ich muss nochmal in die City. Ja, das soll ja Ende 2021 dann endlich erscheinen als als Erweiterung, sondern schon als separates Spiel, aber soll ja quasi dann
die Nachgeschichte von My Summer Car sein. Soll ja zwei in den 2000ern ansiedeln. Großeltern soll es dann, glaube ich, auch schon gar nicht mehr geben. Und dann soll es halt im Winter spielen. Ne? Und. Neue Fahrzeuge, etc. Ich bin echt gespannt. Und das soll, wie gesagt, ganz offiziell ist es noch nicht bestätigt, aber es wird so gemunkelt, dass Ende 2021 spätestens dann, oh, was denn hier passiert? Der Audi ist wieder, sag's ja, dass es dann veröffentlicht wird, dass es dann rauskommt. Sprich, wir haben jetzt noch knappes Jahr, sagen wir es mal ungefähr so, Abschied zu nehmen von My Summer Car. Drei ganze Staffeln bis jetzt. Und man muss sagen, fast, also über 4 Jahre, fast 5 Jahre haben wir dann My Summer Car Let's Played. Ich glaube, das ist eines der längsten Let's Plays, was wir auf meinem Kanal hier zusammen erlebt haben. 3 Staffeln, wie gesagt. Und das ist schon, wir haben Anfang 2017 angefangen, Oktober 2016 ist es rausgekommen. Das ist über 4 Jahre. Fast 5 Jahre, da steht das gute Stück, was wir reparieren lassen müssen. Das sind fast 5 Jahre. My Summer Car. Krass. Weil ich mal nachdenke, wo ich angefangen habe mit YouTube, hatte ich auch den Hinweis mal bekommen aus der Community. Ich soll doch mir mal My Summer Car angucken und das mal Let's Playen. Und dann ging es einfach los. Man hat sich mal an dieses Projekt herangetraut. War natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht mit den ganzen Autoteilen und dass das Auto selber zusammengebaut soll. Hey, die Witzka, kannst du nie aufpassen? Ich hab Vorfahrt, wenn ich komme, du. Honk! Entschuldigung. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Komplett raus. War wie ein kleiner Schlag ins Gesicht. Die ganzen Autoteile, durch das Auto zusammenbauen, das soll noch funktionieren und hast du gesehen. Da war es aber alles noch viel einfacher als in dem jetzigen Umfang. Und ja, aber wir haben es durchgezogen und jetzt spielen wir es ja schon über 4 Jahre. Ne? Jetzt sind wir ja schon quasi im 5. Jahr. Nicht ganz. 1 Monat noch. Also 4 Jahre sind dann fast jetzt rum. Haben wir gerade mal Januar. Also 4 Jahre spielen wir das jetzt. Und das nächste Auto. Ich möchte nicht gegen die Leute fahren. Entschuldigung, jetzt hab ich. Dankeschön, Dankeschön. Das wird wieder ein Hit. Ich darf wieder in den Knast. Kill. Double Kill. 1 Kill haben wir schon. Das macht 30 Tage. Wenn du pro Kill 10 Tage immer Knast kriegst, ja, könnte sich das verdoppeln. 20 Tage. Vielleicht sogar 30 Tage, weil wir haben ja schon einmal einen Kill hinter uns. Und das nur wegen so einem Rallye-Raudi. Ich freue mich. Ja, die Neujahrsfolge, die fängt schon wieder bombig an. Ich sag's euch. Oh Mann. Altes M4, Tschüssikowski, Neujahrsfolge beendet. Oh Mann. Ja, 4 Jahre spielen wir jetzt. 4 Jahre, das ist aber auch ein ganz schönes Stück. Ihr habt mir ja auch schon öfters. Oh, wir müssen. Da kommt ja schon wieder einer. Ausweichen. Ja, nicht nochmal. Hat mir auch schon mal den Hinweis gegeben, dass ich einer der letzten bin oder fast der einzigste noch bin. Oder einer der ganz wenigen, die hier noch My Summer Car so unterhaltsam vor allen Dingen auch. Let's Playen. Ne? Fühle ich mich natürlich geehrt. Freue mich natürlich auch, dass die Folgen bei euch so gut ankommen. Dass die so unterhaltsam sind für euch. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich immer wieder lese in den Kommentaren, habe ich jetzt vor kurzem auch wieder einen Kommentar gelesen, dass ihr wegen mir dieses Spiel extra angefangen habt oder wieder angefangen habt zu spielen. Finde ich, habe ich meine Arbeit doch super gemacht. Kann man sich auch mal selber loben. So. Genug des Lobens. Ausweichen. Nicht hitten. Bin mal gespannt, wie dieser Unfall hier, dieser Doppelklatscher gewertet wird. Oh, nee. 20 Tage im Knast, das dauert so lange. Katastrophe, sag's euch. So, wir sind in der City. Tanken ist jetzt angesagt. Wie spät haben wir es überhaupt? Ja, wir müssen noch aufhaben. Ach, guck mal, wer da wieder steht. Die Klatschki steht da wieder. Die kann kein Schwein gebrauchen, aber die steht einfach da. Wir sind nicht bestellt, es ist einfach nur da. Ich freue mich. Oh, wir müssen so schnell dringend mal Pipi. Zum Glück gibt es ja hier ein Toilettenhaus. So, oldschool. Aber was soll's? Einmal Pipi für Pipi.
So, dann gehen wir jetzt tanken, dann fahren wir nach Hause. Dann gucken wir mal, müssen wir langsam vorbereiten. Wir haben ja die ersten Güllekunden. Dann können wir mal zu Hause ein bisschen abwarten. Vielleicht kriegen wir die restlichen Güllekunden auch noch zusammen in dieser Folge. Und dann können wir dann endlich mal wieder auf Güllekunden gehen. Da das Geld holen. Dann erleben wir hoffentlich vielleicht auch mal bald, je nachdem, wann vielleicht auch der Livestream ist, dass Jocke nochmal anruft, dass wir dann endlich die Koffersuche machen können. Die Schatzsuche, würde ich sagen. Die Koffersuche meine ich natürlich. Weil dann hast du echt keine Geldprobleme mehr. Dann nimmst du so viel Geld, wie es kostet und dann zack, hier, mach mal. So, einmal tanken bitte. So, Geld haben wir genug da, also können wir jetzt voll tanken. Killio, der Braut, der ist im Moment durch. Das wäre dann auch die nächste Geldeinnahmequelle. Eventuell meldet sich bis dahin auch nochmal der Holzkunde, den wir dann machen könnten. Aber Geldkoffer wäre das Beste. Geldkoffer wäre das beste und schnellste Mittel. Wäre natürlich cool, wenn wir die Geldkoffersuche hätten, wenn dann der Livestream ist. Ich denke mal, dass es gegen Mittwoch wird. Kann aber auch gegen Freitag werden. Wie gesagt, ich kündige das nochmal an. Aber die zwei Tage könnt ihr euch eventuell mal frei halten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer alles schon mal mit dabei ist. Oder dabei wäre. So, in die andere Richtung bitte, dann geht auch der Deckel drauf. Dankeschön. So, einmal Feuertank macht 124 Marker. Ja, du Schätze gehen. Ach, jetzt guckst du verlegen weg. Du wirst nicht hübscher. Im besoffenen wie im trockenen Zustand. Ach, da, jetzt guckst du mich an. Jetzt hab ich deine Aufmerksamkeit. Ah, ja. Freut mich. Auf was sonst? Mein Auto ist jetzt soweit fertig. Das kann ich dir sagen. Ach, es hat noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke mal die Kolben. Aber, wer weiß. Schätzchen. Irgendwann können wir mal, wenn ich Spornoblüsch mich dazu, also wenn ich mich bereit dazu fühle, das Spornoblüsch irgendwann mal da na, du weißt schon. Einzufräsen. Wenn ich mir die Augen wund deswegen geguckt habe, dann könnten wir mal vielleicht wieder eine Spritztour machen. Aber das könnte noch die eine oder andere Folge dauern. So, grüß dich. Hier, grüß dich. Ich würde bezahlen und wieder losmachen. Ach nee, stopp. Wenn wir einmal hier sind. Kühlschrank ist leer. Wurst, 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 Wurst. Ja komm, was soll der Geiz? Wurst, Wurst, Wurst. Pizza, 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 Pizza. Leer gekauft. Ja, wir haben den Lotto gewonnen. Dankeschön. Mach's gut. Ich schätze, kannst du mal halten? Ach, mit dir ist echt nichts anzufangen. Und du willst meine Freundin sein? Kannst du dich mal Tüten schleppen? Lalalala. So. Ja. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ja. So. Bleib da. Tür zu. Dankeschön. Sehr schön. Tank ist wieder voll. So wollen wir das sehen. Aktueller Kontostand. Neuer Kontostand. 5.727 Marker. Let's go. Auf nach Hause. Mal gucken, was uns... Uiuiui. Was uns da noch erwartet. Ja. Die Heimfahrt, die dauert ja noch ein Stück, ne? Wenn das jetzt schon so gut läuft... Gute Nacht. Gute Nacht, ich sehe. So, Stoppschild wird wie immer klassisch überfahren. Einfach mal kurz links und rechts geguckt. Und jetzt bitte keine Polizei. Die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Let's go. Was? Mann, mehr. Ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Oh, da hinten muss ich mal hin. Warte, 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 warte. Aua, aua. Das ist wieder so eine Folge, wo du sagst, alles klar. Meister Makar kann mich nicht leiden. Wir werden beobachtet, ne? Guck da, da dreht er sich um. Er möchte, dass wir wieder boosten. Ich hab hier hinten aber noch was zu tun. Ich muss hier Rasen mähen. Was der Rallye-Unfall da, der zweimal Bonbon gemacht hat. Und jetzt noch die Polizei hier. Ach, das ist
ist ja wieder das Triple im Hause, weißt du? Aber die waren nie angehalten. So, ich würde aber sagen, na, what's up? Wir sagen noch nichts. Sauber. Hier läuft, ne? Die ersten Polizisten haben wir passiert oder sind wir außen rum gefahren? Da läuft doch. Nicht mit mir, das sage ich euch. Nicht mit mir. Nicht heute, nicht in dieser Folge. Das ist eine Katastrophe, ey. Mann, 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 Mann. Damit auch mit mir könnte man es machen, ne? Was ist denn da wieder passiert? Ich sehe ich da aus der Ferne. Ich sage ja, die Folgen waren nie langweilig. Ach, du Himmels meiner Grüne. Der LKW hat sich auf die Seite gelegt. Dem kann ich nicht helfen, ich habe bloß einen Vans. Letztens, was ist die letzte Folge oder die Folge davor, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier den grünen Idioten, der sich hier schön auf die Seite gelegt hat, den konnte man ja noch helfen. Aber den LKW brauche ich nicht versuchen. Ich fahre jetzt nicht zurück in die City, um mein LKW zu holen, um dann hier ein Knutschkonzert zu veranstalten. Nee. Den Sprit bezahlt mir ja keiner. Kriegst du nicht mal ein Dankeschön dafür. 19, Vorsicht, da liegt ein LKW auf der Seite, ne? Was ist das denn wieder für eine Folge? Und ein Haufen Verkehr ist wieder hier. Und wir eiern rum, Vorsicht, mal ein bisschen vom Gas runter, 120, da eiern wir rum wie so ein St. Nikolaus Geschenk. Ach, guck mal, hat er sich wieder verabschiedet. Hat er sich wieder verabschiedet, aber diesmal steht er auf allen vier Rädern. Diesmal können wir eventuell mit einem kleinen gezielten Schubsi in die Hinterseite besser helfen. Diesmal müssen wir nicht rumdrehen. So. Hast du jetzt Bodenhaltung? Haftung meine ich, Haltung. Komm, versuch's mal mit deinen schicken roten Felgen. Aber fahr dich nicht gleich wieder fest, ne? Erst der LKW, jetzt der schon wieder? Das macht mir Angst. Ja, der hängt vorne wieder. Wenn du auch hier so blöde fährst. Meine. So, jetzt versuch's mal. Versuch nicht immer hier in den Graben fahren zu wollen, sondern einfach mal auf die Straße zu fahren. Na los! Passiert eine Sondereinladung? Jetzt fährt er wieder rückwärts, ne? Was macht er da mit Absicht? Ah ne, dafür habe ich keine Verständnis. Das macht er mit Absicht. Du bleibst, wo der Pfeffer wächst, Mensch. Alter, ne, naja, machst hier eine... wieder mal einen Samaritan mit gute Tat, weißt du? Und der macht so eine Scheiße, ja. Ne. Dann soll er doch dort hängen. Ich hatte ihn gerade zweimal befreit. Ein drittes Mal nicht. Nicht mit mir, das kann ich euch sagen. Die Polizei hat es ausgesucht. Die haben keine Chance gehabt. Was für eine Neujahrsfolge. So. Sobald wir von der Schnellstraße hier runter sind, wird es wohl etwas entspannter. Wobei... Gemacht. Da gibt es eine andere Option, wie Cousin oder Leute, die einfach mal durch die Gegend laufen. Wieder so eine Folge, die ganze eigentlich, nee, die ganze nicht bringen. Mann. Und dann noch als Premiere. Ich hoffe wenigstens, das funktioniert. Schleudern. Ach, jetzt kommt er, jetzt hat er sich befreit. Was bist denn du für ein Spaß? Ey. Entschuldigung für den Ausdruck, aber... Vorder gegen Boom, ey. Nee. Da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir die Worte, dass klappt die Müdigkeit kommt, ne? So. Je nachdem, wie spät es denn ist, wenn wir zu Hause sind. Können wir uns ja mal auf die
aufs Ohr legen. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht ruft ja Jocke doch mal an, dass man abholt dann. Das wäre dann die vierte Tour. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich weiß, es müsste, glaube ich, nach vier Touren spätestens. Ich dachte immer, es wäre schon nach drei Fahrten erledigt. Anscheinend nicht. Schauen wir mal. Ja, der muss uns erzählen, wenn er eingestiegen ist, dass er im Lotto gewonnen hat und dass er den Koffer vor seiner Frau versteckt hat. Dann haben wir es geschafft. Dann ist die Koffersuche freigeschaltet, ne? Und das hatten wir leider bis jetzt noch nicht. So. Wenn ich so gerade die Müdigkeitsanzeige sehe, bietet sich das ja an. Falls wir jetzt sagen, doch, am Mittwoch machen wir den Livestream, könnten wir ja zusammen auf Koffersuche gehen. In der Hoffnung natürlich, dass wir auch den Koffer finden. Müssen wir bloß gucken, wo nochmal die ganzen möglichen Fundorte sind. Also könntet ihr mir eventuell auch weiterhelfen, ne? Gleich haben wir diese verrückte Fahrt geschafft. Oh Mann. Warum haben wir immer so ein Glück? Ich verstehe es nicht. Bloß haben wir jetzt Knast-Tattoos haben oder was? Aber gut zu wissen, dass du die Polizei auch so umfahren kannst. Geschwindigkeit war es ja nicht. Angeschnallt sind wir auch. Also da hätte es schon mal keinen Ärger gegeben. So, prophylaktisch. Wir machen mal hier einen kurzen Stopp. Schalten zurück. Thank you. Und dann kommen wir nochmal ganz kurz rein. Telefonrechnung haben wir ja erst bezahlt, aber ach, guck mal an hier. Die Stromrechnung. Wirst du aber auch haben, du. So, Stromrechnung ist bezahlt. Telefonrechnung gab es noch keine. So. Neuer Kontostand 5.522 Marker. Es wird weniger, wir müssen was machen. Wir brauchen noch 13.000. Beziehungsweise 12.500. So. Renn in die gute Stube. Ja, können wir auch mal eine Garage abstellen. So. Geschnitzte mir ja schon. Handbremse. Das Ganze mal rausschmeißen. Geschafft. Sehr schön. Der Kill You blubbert, sehr schön. Uhrzeit ist 19 Uhr. Dann räumen wir aus. Dann würde ich sagen, legen wir uns mal eine Runde schlafen. Und dann gucken wir mal, ob nie eventuell Jocke sich doch nochmal meldet. Wäre natürlich grandios. So, zack. Offiziell wäre ja schon die Folgenlänge schon längst wieder überschritten, ne? Der Grill, der kommt hier unten hin. Bitteschön. Okay. So, einmal reinbeugen. Das Feuerwehr kannst du auch hier unten hinknallen. Zack. War ja leider letztes Jahr verboten. Man muss ja jetzt letztes Jahr sagen. Also von letztes zu diesem Jahr leider verboten. So. Zack. So, das kann man da hinten rausholen. Telefon ist natürlich wichtiger wegen die Güllekunden. Klopf, klopf. Mella Schmidt, ich grüße Sie. Ja, das freut mich, Sie sind als der Hirte dran. Nett, gute Nacht. Grüß dich. Grüß dich miteinander, ne? So. Die Boombox hier. Die gute Boombox. Zack. So, sehr schön, dann hält man das schon mal. Telefon geht also. Hier brennt doch gar nicht so viel Licht. Was kosten bitte 205 Marker? Ist nichts an. So, Kühlschrank war fast leer, sag ich ja. So, kostet das hier noch so viel Strom? Machen wir das mal aus hier. So, jetzt dazu.
Ja, auch noch ein bisschen Unordnung, ne? So. Dann lassen wir mal. Bombe im Kühlschrank platzen, oder? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ja, sieht gut aus, ne? Ja, paar Würste. Oder wieder die Pizza hier oben hinstellen. Also legen, stellen ist auch gut, ne? Wohl hochkant, also wenn es nicht so eine Tütenverpackung wäre, würde es ja gehen, hochkant gestellt, ne? Dehnungsübung wie immer. Ne, du bleibst mal da, wo du bist. So, so, so. Die fünf. Das macht ihr mit Absicht. Sie machen es mit Absicht. Dreh mal das rum, dass man nur sieht, dass du eine Wurst bist. Nee, du bist eine Pizza. Siehst du, hast du wieder versucht, mich zu verarschen. Wieder wird durchgepackt, ja? Ach, und nur durch die Map. Fujigado, da hängst du hier noch an. Nee, da oben hängst du. Glück gehabt. So. Glück gehabt. Kostet alles Geld, ne? Kriegst du ja nicht bezahlt. Pizza. Pizza Cannelloni. Nee, Klassik. Also einfach nur Tomatensauce und Käse. Sogenannte Margherita. So viel Zeit muss sein. Ordnung ist das halbe Leben. Bevor wir so einen Livestream machen, machen wir es hier in der Neujahrsfolge. So. So. Und so. Wir haben doch noch eine Tüte in der Garage, ne? Da wissen wir gar nicht, was da drin ist. Wer weiß, von wann die ist, ey. Auf jeden Fall noch aus dem letzten Jahr. Und dann ist wieder nichts für die Oma mitgeholt. Ach ja. Na, die Oma bringt doch nicht so viel Geld. Das ist ein halber Witz, ne? So, Türe zu. Türe zu. Auf für tot. Hatten wir? Wir hatten doch noch eine Tüte, die war hier hinten, ne? Aber jetzt wüssten, was da drin ist. Wenn sie hier steht, kann es sein, dass es hier fast für Autos ist, oder? Echt jetzt? Eine Bremsmittelflüssigkeit. Oh Gott, das geht doch. Dachte, wer weiß, was jetzt rauskommt. So, na ja, dann. Bitteschön. Gott, das ist ja auch noch schnell aufräumen. Wenn wir einmal dabei sind, können wir das auch mit auffüllen. So. Du bleibst stehen. Was war das? So. Ein neuer Ölfilter. So. Oh, eine Glühbirne. Zweite Glühbirne. Zündkerzen, 4 Stück. So. Und dann der Keilriemen. Ein neuer Keilriemen, ein Ersatzkeilriemen. Bam. Sauber, ordentlich aufgeräumt. So soll es sein. So, wir haben Durst. Wir kümmern uns jetzt noch mal ein bisschen um unsere Bedürfnisse, würde ich sagen. Oder geht's hier die Hayabutsi, würde ich sagen. Erstmal den Sensor überprüfen. Ja, funktioniert. Hi, ich war schon langsam wieder. Ui, ui, ui. Genug gestoffen. So, jetzt können wir uns ja wieder hier mal eine Wurst reingönnen. Mach die Türe zu. Gehen wir nochmal Duschi-Duschi machen. Let's go. Aktuelle Uhrzeit in-game kurz nach um 8. Boah, wir sollten uns schlafen legen. Nicht, dass es zu spät wird, ne?
So, wasch dich schneller. So dreckig bist du auch wieder nicht. Ja, ah, sehr schön. Dann ab ins Bett. Dann ab ins Bett. Gucken, ob er anruft. Gute Nacht. Ich geh jetzt schlafen. Heuer, heuer, heuer. 6,5 Stunden später. Ja. Oh, oh. Ich glaube, Jocke ruft da. Jocke? Oh, 2 Uhr morgens. Jocke, warte, ich komme. Ja. Bella Schmidt. Ja. Da. Da war, da war ich. Ekelhaft. Aber es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Jörg hat angerufen, ein viertes Mal. Wir sollen ihn ein viertes Mal fahren. Dann würde ich sagen, mach mal das in deinem Neujahrsfolge jetzt noch mit. Und drück die Daumen, dass es diesmal klappt. Dass er diesmal uns das Geheimnis verrät. Da beeile ich mit Pippi, der wartet bestimmt nicht wieder Ewigkeiten. Bis wir dort sind, ist es eh wieder früh um 4. Da wird es schon wieder helle. Nee, wir haben Durst, keinen Hunger, wir haben Durst. Dazu ist dunkel, man sieht halt nichts. Aber ich muss Strom sparen. Ja, Stress machen während der Fahrt. Wenn ich was sehen würde, ich hätte es nicht auswählen sollen. Jetzt, mal schön. So, und rinn in die Putz. Strom könnte auch vielleicht das Ladegerät kosten, ne? So. Lights on, please. Ansteuern, bevor es zu teuer wieder wird. Rückwärtsgang. Handbremse. Ab zu Jocke. Halt, stopp. Da ist der Gang. Let's go. Ach, ich hoffe. Ich hoffe. Kann ich euch sagen. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ich weiß nicht mal, wie viel Fahrt man insgesamt machen musste. Ich bin von 3 ausgegangen. Letztes Mal hatten wir ja die 3. Fahrt. Das ist jetzt die 4. Fahrt. Jetzt muss er da uns mal das Geheimnis. Ey, wir sind so dicke Bro mittlerweile, ne? Der muss uns das dann mal verraten. Bessere Freunde findet er nicht. Der vor allen Dingen auch beim Kilioni bescheißt, ne? Ja? Ich weiß, was das Ding wert ist. Ich könnte die Preise erhöhen, aber ich lasse es. Und das ist immer Spitzenzuckerwein. Also, das kriegt er auch nicht überall, ne? Also sollte mal langsam mit der Wahrheit rausrücken. Ich weiß es ja, ich darf es dir bloß nicht sagen. So, da war Grafikfehler. Ein bisschen mehr konzentriert jetzt hier fahren, weil es ist dunkel. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, dass bei dieser Dunkelheit wir jemanden mitgenommen haben und vermutlich deswegen mal 10 Tage in den Bau durften. So. Ja, komm hier, mach durch. Aber jetzt hier keine Experimente in der Nacht. So, Sonntagsrennen steht an, aber um die Uhrzeit fährt da zum Glück keiner. Dann fahren wir wieder außen rum. Bei den Lichtverhältnissen hier brauche ich nicht den ganzen langen Weg. Ist mir ein bisschen zu heikel. So. Jocke, willkommen. Zieh dich warm an. Und uns jetzt nicht das Geheimnis verrätst. Ach, das ist der Stressbrötchen, muss ich sagen. Jetzt sind wir keine Freunde mehr. Sag's dir. Speis Sternbewort raus, das ist mir auch kackegal. Wieso sind denn Freunde da, wenn du dem keine Geheimnisse verrätst? Bleib doch unter uns, Mensch. Ehrlich mal. Das riecht mich auf, das kann ich euch sagen. Puls von 120 hab ich bald. Bäh. Jocke, du. Bist doch ein guter Freund von uns. Ich würde dir auch alles. Naja, nicht alles, aber vieles wird ich dir, wenn du besoffen bist, anvertrauen. Du merkst ja nicht so viel, wenn du besoffen bist. Das ist überhaupt noch nicht so immer so eine Frage. Also ich muss stresslos werden. Siehst du, ich bin schon wieder total gestresst. Merkst du das? Das geht nicht gut. Nee, ich muss mal Gas geben. Das klappt ja wieder nicht. Ich kann nicht lenken. Doch links lenken ging, aber rechts nicht. Ich muss erstmal aufhören mit Rauchen. Schön, jetzt hab das Fenster nicht offen. Jetzt
Quatsch, wenn die Bude hier fällt. Nur wegen den Jackette. Ich könnte Balsam, du. Die Neujahrsfolge steigt mir zu Kopf. Nee, halt, stopp. Ich muss einmal Kurbel warm, bevor du wieder rauchst. Meine Güte. Wobei, solange es Linkskurven sind, geht's ja, ne? Es darf bloß keine Rechtskurve sein. Ach, jetzt geht rechts auf einmal. Lol. Wir müssen nur verarschen. Ach, Gas geben. Ach, wenn ich Gas gebe und nach rechts lenke, dann geht's nicht. Wenn ich kein Gas gebe, kann ich nur nach rechts lenken. Na, die Logik muss man mal jemand erklären. Ich hab eine Schuppenjacke mit. Dass es hier nach Quarz riecht. Und wenn muss er durch, muss er durch. Er verrät uns ja ohne sein Geheimnis. Könnte man mal gepflegten Popolores versöhnen. Achtung, Gegenverkehr. Das ging nochmal gut. So. Kommt da wieder einer? Da einer? Da kommt er. Mit seiner Leuchte. So, sehr schön. Immerhin dieser grüne Hebel. Oh, wir kommen wieder ans Schleudern. So, die Uhrzeit hoffe ich mal, denke ich mal, ahne ich mal, sucht euch aus. Wird ja keine Zeit da sein, ne? Wir schauen mal. Sollte die Neujahrsfolge doch noch gut enden? Zumindest bis zu der Folge, wo die Polizei wieder vor der Tür steht. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Liegt der LKW um? Der LKW liegt ja mal ab. Der hat einen beschisseren Tag als wir. Also warum heulen wir rum? Der hat eigentlich einen viel beschisseren Tag. Der liegt immer noch da. Und das schon seit Stunden und dem hilft keiner. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Schleuderdrama vorausgesetzt hier. Doing, 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 doing. So, steht die Polizei da? Ich sollte vielleicht mal eine Grenze schnell fahren, weil ich sie nur 100 erlaubt, aber ist ja keine Zeit. Ja, läuft, läuft. Sag ich doch. Da muss man mal kräftig auf den Tisch hauen. Und dann funktioniert das, ne? Ne? Hm? So, dann ist die nächste Leuchte. Wahrscheinlich auch nicht die hellste Leuchte, aber okay. Wir sind wenigstens gleich in der City. Ja, okay, wir sind sofort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja ein Aussetzer. Wieder gerade. Ist mich gar nicht gewohnt von Transporter. Wenn. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Wenn ich deine umkippen. Mache das Brett auf. Lass mich hier raus, ich sag's dir. Lass mich doch jetzt mal hier raus. Was ist das für ein Problem hier? Ich hab Höhenangst. Und? Los jetzt. Sonst machst du auch den Scheiß mit. Jetzt dreh dich um, ich sag's dir. Kann mir einer helfen? Nie hauen. Ich muss das Ding wieder auf die Beine stellen. Bisschen wackeln. Also ich frage, wie lange diese, wie es dazu kam, dass die Folge so lange gegangen ist. Jetzt wisst ihr's. Los jetzt. Oh, warum geht denn der Arme auch weg? Nee, du sollst nicht rumheulen, du sollst arbeiten. Warum springst denn du immer hier hoch? Was machst denn du für ein Blödsinn? Du sollst ihn ja mal. Du sollst ihn mit dem Rad spielen, du sollst ihn auf die Beine stellen. Ja, aber ich glaube, an den Rädern rumzuspielen ist auch keine gute Idee, ne? Hole deine Hand wieder raus, tu mal ein bisschen arbeiten hier. Eine Ewigkeit später. Sehr schön, halt, bleib stehen. Oh Gott. Oh Gott. So jetzt schnell hier. Das hat zu lange gedauert. Meine Güte, was mache ich hier wieder mit, ey? Ich darf
echt nicht sagen, ne? So. Ich würde es gern. Ich hoffe, Jörg ist noch da, ey. Bündig sieht anders aus. Vorsicht, guck dir mal den hinfährst, sonst schmeißt er gleich wieder. Oh Mann, das ist. Nee, das ist. Er steht noch da, Gott sei Dank. Der grüßt dich. Da hat du gay Problemchen, du, extra for you, ne? So im zweiten Gang anfangen, vielleicht nicht so dicke, aber jetzt sind sie im Außen umgefahren, wir fahren jetzt hier lang. Ja. Kommt da jetzt noch was? Immer noch nicht. Boah, Jocke. Ey, ich fahr dich jetzt hier das vierte Mal, ne? Vergess auch das Hochschalten wegen dir. Verfahren Haufen Sprit. Das Taschengeld, was ich jedes Mal von dir krieg, ist ein Witz. Und du willst mir dein Geheimnis nicht anvertrauen? Du hast doch jeder hat ein Geheimnis. Also meine Geheimnisse kennst du. Ne? Also da brauchen wir nicht diskutieren. Die hab ich jedes Mal erzählt. Und wenn du das Hirn wegsäufst und du das vergisst, bin ich raus. Kann ich leider nichts dafür. Aber du könntest da auch mal langsam über die Tischkante springen und mir mal was erzählen. Bei dem müssen wir nochmal den fahren. Bah, da hinten ist wieder Party angesagt. Zum Sonntag. Bestimmt wieder die Spastis und die Möchtegern BMW-Fahrer. Warum rufst du die nicht an? Also, den backst du gerade durchs Dach. Ja, jetzt gerade nicht mehr, aber davor. Ach Jörg, ich habe so gehofft, dass wir endlich unsere Freundschaft so gefestigt haben. Weil mit der letzten Fahrt, ne? Dass du mir mal endlich auch was anvertraust. Und ich jetzt rausschmeißen. Es bringt mir nichts, was du hier machst, ne? Das ist doch. Nee. Du kannst volle Hütte hier. Soll ich dich absetzen? Willst du auch nicht, ne? Wer weiß, was die dann mit dir machen. Das heißt, wir müssen noch einmal. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab so gehofft, ne? Das wäre noch richtig ideal für den Livestream gewesen. Oh Mann. Ach, Jocke. Ach, Jocke. Du enttäuschst mich, muss ich sagen. Ich dachte, wir wären richtige Bros. Wie soll das dann sein, wenn dann hier My Wintercar 5 Jahre später? Weißt du auch nicht, da sagst du nichts. Nicht kommt da. Das einzige Mal kommt was, wenn du was willst. Das ist auch immer das einzige. Meine Güte. Könnte ich mich aufregen, ehrlich, ohne Scheiß. Hab bald 120er Puls, du. Könnte ich ein Mist aus dem Fenster schmeißen. So, Achtung, Todesbrücke. Ja, was soll's. Wen juckt's noch? So. So ein fünftes Mal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das immer so viel ist oder ob das unterschiedlich ist. Weiß ich halt leider nicht. Auf jeden Fall steht fest, wir müssen noch ein fünftes Mal ran. eigentlich ist es wohl ohne Scheiß. Das ist ja. Naja. Was soll ich dazu noch sagen? So. Boah, guck mal, die liegen immer noch hier, ne? Also die Leichen könnten doch mal abgeholt werden. Boah, ich schalte schon zurück für dich. So. Richtig Gas geben hier.
Und dann ist hier der Haus. Hier ist der Haus. Hier ist der Haus. Gucken, was wir jetzt wieder für einen Hungerlohn kriegen. Oh, 290 Marker. Nicht schlecht. Könnte mehr sein. And see you later. Ja, ja. Da bin ich wieder Freund genug für dich, ne? Neuer Kontostand. 5812 Marker. Könntest du bitte dich fernhalten von meinem Van, weil ich möchte doch losfahren. Ja, er lebt doch, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende der Neujahrsausgabe in der allerersten Folge von My Summer Car in 2021. Wir werden jetzt noch zum Abschluss ein was versuchen. Ob es klappt oder nicht, werden wir sehen, ob es eine Katastrophe wird. Ich rechne mal mit dem Schlimmsten. Wir lassen uns mal überraschen. Wenn das Objekt überhaupt noch da ist, müssen wir erstmal gucken. Aber das wäre doch ein wunderbares Ende zu der Premiere, zur allerersten Folge in 2021. Deswegen machen wir das einfach mal. Offscreen werde ich dann einfach zurückfahren. Dann sehen wir uns am Mittwoch entweder mit dem Let's Play oder mit dem Livestream. Und dann wieder am Freitag entweder mit dem Let's Play oder Livestream. Je nachdem wann halt. Also wenn am Mittwoch das Livestream ist, kommt natürlich dann am Mittwoch kein Let's Play. Dann kommt es natürlich am Freitag und da kein Livestream. Müssen wir halt mal gucken. Je nachdem. Gleich habe ich es wie gesagt auch schon mittlerweile angekündigt. Ihr werdet up to date sein. Übrigens ist ja auch, wie gesagt, bei der Premiere Live-Chat-Funktion. Dann könnt ihr maximal auch nochmal zur Not nachfragen. Und da könnt ihr auch gerne reinschreiben, wer alles schon beim Livestream mit dabei wäre. Ne? Du müsst ihr gerade in die Kommentare mitschreiben. Ach, guck an, wer da wieder ist, wer da schon wieder Unfall gebaut hat. Könnt ihr auch einen Live-Chat reinschreiben. Ist ja wie ein Livestream, nur dass es halt eine Aufnahme ist, die da live abgespielt wird. Und wann hatte man das mal? Zur Primetime in Fernsehzeiten 20:15 Uhr Premiere einer My Summer Car Folge. Läuft. Das läuft. Das läuft. So schlimm wie manchmal das Spiel auch zu uns ist, aber größtenteils kann man nicht meckern. Das läuft. Vor allem mit so einer Community wie euch. An dieser Stelle auch nochmal recht herzlichen Dank für die ganze Unterstützung, für die Anregung, für die Hinweise. Ich hoffe, das läuft so natürlich auch in 2021, ne? Und dass die Community natürlich auch weiter wächst. Don, 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 geklaut. Don, don, don. So, Daumen drücken, dass das Objekt noch da liegt. Ansonsten ist mein großes Finish für diese Folge. Nein, mehr. Ich muss mal bremsen, sonst werden wir hier die Katastrophe am Ende. Der Sprit schon wieder fast verprasselt, ne? Ah, Objekt ist noch da. Der tut mir echt leid, der liegt schon hier fast 2 Tage, also 1,5 Tage. So. Wir können Gas geben, wie sollst du mal. So, jetzt gucken wir mal. Zum Abschluss dieser Folge. Versuchen wir mal mit einem Van einen LKW auf die Beine zu helfen. Das ist, glaube ich, wie so ein Stein, der gegen eine Mauer prallt. Eigentlich ist es nicht unser Satsuma, der wäre ja schon Schrott, ne? So. Ja, wir suchen unser Glück, ne? Echt mit mehr Anlauf? Halt schwer zu sehen hier bei dieser holprigen Strecke hier außerhalb, ne?
glaube, das bringt nichts. Ich glaube, das bringt leider nichts. Ich hab's versucht, Freund. Ich hab's versucht. Aber du bist echt wie so ein Klotz. Also ich könnte jetzt, aber das würde die Zeit sprengen einfach. Und wenn man das Spiel neu startet, ist er ja eh wieder auf dem Bein. Deswegen wäre da der ganze Aufwand gar nicht gegeben. Ich hab's versucht, tut mir leid. Grüß mir trotzdem deine Frau, falls du eine hast. Ich kenne dich ja nicht. Ich weiß nur, dass du der LKW-Fahrer bist. Gut, dann würde ich sagen, war das die allererste Folge in die neue Mai-Sommerkar-Folge in Staffel 3 als Premiere. Das allererste Mal auf meinem YouTube-Kanal ausgestrahlt zum Primetime mit euch. Und an dieser Stelle hoffe ich natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen positiven Daumen natürlich nach oben da lassen. Auch gerne ein kostenloses Abo, was noch nicht gemacht hat. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Gerne Kommentare in den Live-Chat. Auch gerne Kommentare unter diesem Video. Natürlich gibt es dieses Premieren-Video natürlich dann auch regulär. Einfach so als Let's Play-Folge nachzuschauen. Und da könnt ihr auch gerne Kommentare, Anregungen, Tipps, Tricks, Hinweise, Wünsche, alles reinschreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Mittwoch auf jeden Fall wieder. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt weiß ich jetzt noch nicht, ob es Livestream wird oder eine Let's Play-Folge. Ihr werdet es dann dementsprechend wissen. Auf jeden Fall sehen wir uns trotzdem auf jeden Fall am Mittwoch zu einer neuen Folge wieder. Vermutlich sogar zum nächsten Livestream, zum Neujahrs-Livestream 2021, dem allerersten in 2021. In dem Sinne bin ich raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.